Abend, Markus. Wenn ich in diese Augen schaue, sehe ich das schönste Lächeln von ganz Oberammergau. Sprücheklopfer. Das sind keine Sprüche, das ist die Poesie des Herzens. Verstehe. Wie findest du ihn denn? Sag mal. Naja, das stinkt nach Lack. Das ist wunderschön, schau doch mal hin. Du bist schön. Riechst du immer morgens schon nach Bier? Das ist mein Beruf. Ich bin Braumeister. Gewöhnt man sich wahrscheinlich dran mit der Zeit. Ganz schön ran, mein Lieber. Wir kennen uns seit 2 Wochen. Ich will ja nicht, dass du mir schon der Nase weggeschnappt wirst. Einen schönen guten Morgen, Herr Lechner. Ja, die Brauerei wartet. Der heilige Valentin auch. Servus, Kathi. Wiederschauen, Herr Lechner. Ja. Servus. Versuch doch mal nett zu ihm zu sein. Er ist nichts für dich. Da bist du. Es war ja eine Ewigkeit. Na ja, ein halbes Jahr. Ja, war es eben eine halbe Ewigkeit. Schön, dass du da bist. Mama, Papa, das ist Tom Ferguson. Welcome to Bavaria. Hallo, hallo. Hallo? Ein Freund aus Kanada? Nein, kein Freund, Papa. Tom und ich, wir sind verlobt. Wir werden heiraten. Gott vergessen. Wie willst du denn je ohne mich zurechtkommen? Markus. Elena! Oh, meine Elena! Ich bin importiert aus Kanada. Oh, toll siehst du aus. Glücklich siehst du aus. Das bin ich auch. Hast du ihn mitgebracht, ja? Ja, und deine Eltern, wie haben sie reagiert? Erzähl doch mal. Ja, Mama freut sich und Papa steht noch ein bisschen unter Schock. Ja. Jetzt gibt's erst einmal ein Eichenbacher Weißbier. Es ist very good for die Nieren. You are also from Canada. British Columbia. Ja, stimmt, genau, das hat die Elena gesagt. Weil sonst hättest du dich ja gar nicht kennengelernt. So, danke schön. Und Sie wollen meine Tochter heiraten. I mean, you wanna have my daughter. Sie können wirklich Deutsch mit mir reden, Herr Eichenbach. Meine Großmutter war Deutsche. Genau, das hat sie erzählt. Aus Garmisch. Genau. Na ja. Dann sind Sie ja praktisch Bayer. Oder sagen wir so. Praktisch theoretisch. Oder theoretisch praktisch. Ach, ist egal. Ich bin der Anton. Tom. Und dann stoßen. Also. Weißt du, immer und dann stoßen. Ja. Lecker. Tom, und was machen Sie? Ich meine, was machst du beruflich? Ich bin Agri-Engineer. Farmer? Ein Bauer?
Ich berate die Regierung in Fragen. Ökologisch. Regierung ökologisch. Gut, ich meine, hier wird sich auch ein Job für Sie finden lassen, für dich finden lassen. Also der Bürgermeister ist eine Spezie von mir. He is a good friend. Amigo, sagt man in Bayern. Naja, und dann, wenn Sie heiraten, Enkel, da müssen wir auf jeden Fall anbauen. Elena und ich werden in Kanada leben. Wie in Kanada? Elena wird dort glücklich sein. Sie wollen mit meiner Tochter nach Kanada? Ja. Yeah. Also mein Segen, den kriegen Sie nicht. Kanada. Spinner. Ja, komm, jetzt erzähl doch mal. Wie ist er denn, denn Tom? Er ist... Seine Augen sind der Wahnsinn. Wenn er mich anlächelt, dann habe ich das Gefühl, das reißt mich innerlich vor Glück. Ja, und hast du auch das Gefühl, dass er der Richtige ist? Also ich meine wirklich der Richtige für immer. Naja, nur weil es dich zerreißt, wenn er dich anschaut, so lange kennt ihr euch doch noch nicht. Ich will dir da wirklich nicht reinreden, glaub mir, ich frag mich nur, ob du... Ich bin verliebt. Überdimensional, wahnsinnig, total komplett verliebt. Ja, aber das bist du ja jedes Mal. Ja, das ist ja auch schön. Aber weißt du was, wenn es dich beruhigt, schauen wir halt nach. Hatte ich total vergessen. Wir werden immer beste Freundinnen sein. Ja. Und uns nie belügen. Und jetzt schauen wir, wann wir den Mann zum Heiraten treffen werden. Ich, Elena Eichenbach, treffe meinen Traummann im Jahr. Das ist dieses Jahr. Ich, Katharina Lechner, treffe meinen Traummann. Das ist auch dieses Jahr. Wer ist es denn? Dieser Markus? Wieso Markus? Na, als du mich vorhin verwechselt hast, haben deine Augenlider wie wild unter meinen Händen geflattert. Markus ist ein Freund. Wir werden uns immer alles sagen, nie belügen und immer beste Freundinnen sein. Weißt du noch? Ja. Er gefällt mir schon ganz gut, der neue Braumeister. Ja. Dann werde ich ihn ja auch bald kennenlernen, deinen Markus. Und ich deinen Tom? Ja, wenn mein Vater ihn am Leben gelassen hat. Wenn Markus richtig für mich ist, kannst du mir dann ein kleines Zeichen geben? Vielleicht? Herrlich. Hallo. Wunderschön. Danke. Vielen Dank. Das ist ja nett.
Lustig, dass ihr zwei euch gleich vor dem Altar kennenlernt. Katharina, das ist Tom. Tom, das ist meine beste Freundin Katharina. Aha. Elena hat mir schon viel von dir erzählt. Ja, dass wir zwei verwandte Seelen sind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja, so schön geworden, Katharina. Der heilige Valentin, Beschützer der Liebenden. Katharina ist die beste Herrgottschnitzerin im ganzen Ammergauer Land. Du hast den heiligen Valentin gemacht? Weil ihr Vater der einzige Herrgottschnitzer ist, der keine Heiligen mehr schnitzt. Er soll eure Liebe beschützen. Da muss Katharina aber auch noch mithelfen. Ich will nämlich, dass du meine Trauzeugin wirst. Oh, die braucht man doch heute gar nicht mehr zum Heiraten, oder? Ja, aber ich brauch dich zum Heiraten. Und außerdem gibt's ein Problem. Was denn? Mein Vater verweigert uns seinen Segen. So, jetzt besprechen wir erstmal einen Hochzeitstermin. Und wie ich das Leben so kenne, sieht morgen schon wieder alles ganz anders aus. Ja, hallo. Wo kommst du her? Du, ich warte. Was haben wir denn da Schönes? Ich glaub's nicht. Jetzt heiratet sie ohne meinen Segen. Ja, und der Hochzeitstermin, der steht schon fest. Und damit das weißt, ich freue mich drauf. Indian Summer. Ich brauch keinen Indian Summer. Wenn die Welt rot leuchtet, das wollte ich immer schon mal erleben. Und zwar mit dir. Aber mit dir, da kommt mir jetzt ja nichts. Und schon gar nicht irgendwo hin. Das kannst du nicht sagen. Im letzten Jahr waren wir doch... Ja, auf Rügen. Weiter komme ich mit dir nicht. Mir hat's gefallen. Bescheuert. Liebe auf den ersten Blick, das gibt's überhaupt nicht. Ist auch längst wissenschaftlich erwiesen, dass es das nicht gibt. Das ist dieser Kurzschlusseffekt im Gehirn. Man glaubt, etwas zu fühlen, aber in Wirklichkeit fühlt man gar nichts. Also, man fühlt schon was, aber nicht das, was man in dem Moment denkt zu fühlen. Und danach ist man dann ganz traurig und leer. Wenn man natürlich nicht verliebt ist. Hast du das verstanden? Dann bin ich ja froh. Außerdem ist er mit Elena verlobt. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Was denn hier? Es wird nicht besser. Ich muss irgendwo einen Zug erwischt haben. Oder zu lange geradeaus gestarrt. Und Dinge beobachtet, die dich nichts angehen. Grüß Gott, Katharina. Guten Morgen. Grüß Gott, Quirin. Was soll denn das heißen? Hm? Die Kirche braucht unbedingt eine neue heilige Familie, weil in der alten der Holzwurm umgeht. Hm? Ich schnitz nicht klerikal, nicht sakral und schon gleich gar keine Heiligen. Dann hörst du endlich auf, mit dem Schicksal zu hadern. 26 Jahre. Das ist ja mehr als lebenslänglich. Ich bin auch nicht das Gesetz, sondern nur ein Mensch. Dem nicht nur genommen, sondern auch gegeben wurde. Moment. Ja, Leopold Baumholz? Hier ist der Anton. Weißt du, was du bist? Ein Judas und ein Verräter ersten Grades. Was, bin ich ein Judas? Weil ich mit Elena und Tom einen Hochzeitstermin vereinbart habe? Ja, wer bist denn du, Anton? Ja, Jesus, der übers Wasser läuft und über das Glück anderer bestimmt, was? Du, lass bitte unseren Herrgott aus dem Spiel, gell? Er verliert seine Tochter. Und er braucht unseren Beistand. Jetzt. Um die heilige Familie würde ich mich dann kümmern, wenn's recht ist. Ach ja, mehr als recht, Katharina. Danke. Ich kenne ihn nicht. Ja, und die Elena kennt ihn auch nicht. Auf jeden Fall nicht so richtig. Und dann kommt er auch noch aus Kanada.
Das verstehe ich. Schon im Alten Testament steht, wer halsstarrig ist, wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Eine weitere löbliche Eigenschaft von uns Gläubigen ist, dass wir bis auf wenige Ausnahmen dazulernen können. So, noch ein Weißbier für den Herrn Pfarrer. Bitte schön, setz am Boden. Also Monika, wie du heute wieder ausschaust, also wie der reinste Sonnenstrahl. Wenn es hilft, dass bei Ihnen die Gewitterwolken verschwinden, Herr Eichenbach. Schau, komm, Rufus, da mal wieder Wiener Wäschke für dich. Fein. Ja, ist einfach ein fesches Weib, die Monika. Und auf den Mund gefallen ist sie auch nicht. Ich will nicht, dass du deinen Vater ärgerst. Er soll nur sehen, dass wir glücklich sind. Glück muss man nicht zeigen. Glücklich ist man. Ja. Da zieht man sie groß, tut alles für sie, dann kommt sie am Mannsbild daher und... Na, da brauchst du bei deiner Katharina keine Angst haben. Ja, was soll denn das heißen? Die Katharina kann jeden haben, den sie will. Weil sie hübsch ist und intelligent. Und ein Lächeln hat sie, genauso wie ihre Mutter. Nur, ja, sie will halt nicht jeden. Weil sie ihm nur das macht, was du willst. Und dir passt doch keiner. Also bei meiner Elena geht es nicht so einfach. Die hat ihren eigenen Willen. Und was kommt dabei raus? Kanada. Dabei hätte der Markus so gut zu meiner Elena gepasst. Hallo. Tom. Tom. Markus. Schon bestellt? Ja, und dein Papa, hat er sich beruhigt? Oder spinnt er immer noch so? Auch nicht mehr als deiner. Und du halt durch und sei gut zu ihr, klar? Und wenn nicht, kriegst du mit der Brauhexe zu tun. Elena ist keine Brauhexe. Elena ist Braumeisterin. Was ist eine Brauhexe? Sie soll angeblich das Bier verhexen, also verderben. Bierbrauen ist Männersache. Hoffentlich ist dein Wissen ums Bierbrauen nicht so verstaubt wie deine Sprüche. Offenbar ist dir entgangen, dass das Bierbrauen bis zum frühen Mittelalter Frauensache war. Ja. Ja. Und dann haben wir Männer diese außerordentlich wichtige Aufgabe übernommen, damit das Bier auch endlich mal schmeckt. Und vorher ist einer von euch in Frauenkleidern in die Brauerei geschlichen und hat das Rezept geklaut. Und warum? Ihr habt es dann halt leider nicht hingekriegt. Jetzt fällt dir nichts mehr ein. Schau mir mal, ob du das inzwischen mit dem Bier hinkriegst. Und die Weißwurst bestelle ich auch. Vier Maß. Das schaffst du allein nicht. Und schön hat sie wieder was zu erzählen. Wer denn? Die Kastanie. Meine Großmutter hat immer gesagt, was wir sagen, fühlen und tun unter einem Baum ist immer in seinen, wie heißt das? Jahresringen. Ja, genau. Ja. Da müssen wir aufpassen. Also, ich meine... Was würden Sie übrigens sagen? Die Jahre. Na, wahrscheinlich, dass ich als Kind hier Kastanien gesammelt und kleine Figuren draus gebastelt habe. Ja. Und? Und dass meine Eltern, die haben sich hier zum ersten Mal geküsst. Brezen. Wir haben gar keine Brezen mehr.
Bundeskommandant. Chef Markus. Grüß Gott. Jetzt schau nicht so. Da hast du doch einen guten Braumeister. Das ersetzt mir nicht, dass die Elena geht. Wenn du nicht willst, dass sie weggeht, dann musst du schauen, dass sie bleibt. Und eine Frau bleibt, wenn sie sich verliebt. Aber in den Falschen. Dann musst du schauen, dass aus dem Falschen der Richtige wird. Braumeister zum Beispiel. Dass du ausgerechnet du mich da drauf bringen musst. Ihr wollt. Dass die Elena glücklich wird. Das lasse ich nicht zu. Moment. Das ist ein Stammtisch. Ja, ja, und was am Stammtisch besprochen wird, das fällt praktisch unter das Beichtgeheimnis. Jetzt muss uns nur noch einfallen, wie. Ich freue mich wahnsinnig, dass du Elenas Trauzeugin wirst. Katharina ist der beste Schutzengel, den man sich nur wünschen kann. Ein Engel und eine Brezen. Die Brezen, ich habe die Brezen vergessen. Ja, Jana, bleib du da, die bringt die Monika. Du musst uns unbedingt bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen. Und das Brautkleid mit mir aussuchen. Ja. Und ein gutes Hochzeitsbier brauchen wir natürlich auch. Ja, ich meine, die Tochter vom Eichenbachbräu heiratet schließlich nur einmal. Ja, aber schaut's nicht so. Ich meine, man wird doch noch seine Meinung ändern dürfen, oder? Du hast deine Meinung noch nie geändert, nicht freiwillig. Hat er auch nicht. Der Herr Pfarrer und der Lechner Quirin haben seine Meinung geändert. Also vor allen Dingen mein guter alter Freund, der Quirin. Mein Vater? Ja, ich meine, was wünschen sich Väter denn mehr, als wie, dass ihre Töchter glücklich sind? Danke, Papa. Danke, Herr Eichenbach. Ich hab doch gesagt, ich. I am Anton. Tom. Ja, und du brauchst zusammen mit Elena das Hochzeitsbier. Markus und ich? Nee, das gibt's auf gar keinen Fall. Also fürs Bier übernehme ich alleine Verantwortung. Ich weiß, ich kann mich da auf dich verlassen. Wie wär's, wenn ihr unserem kanadischen Freund ein bisschen die Gegend zeigen würdet? Hä? Ja, ich leih euch meine Kutsche und wir können einen kleinen Ausflug machen. Kutsche fahren. Gute Idee. Ja, super. Das machen wir gleich nächsten Sonntag. Du fährst die Kutsche und dann machen wir ein romantisches Picknick. Schön, freuen wir uns. Bald mal Zeit. Etwas bald. Ich war schon in der Schule für die Ferne. Paris, London, New York. Naja, Vancouver am Pazifik und die Rockies im Hintergrund ist auch nicht ganz schlecht. Mein Haus liegt an einem kleinen See. Ja, mit viel Wald drumherum. Am schönsten ist das Wasser. Es ist immer anders. Es ist blau, dann wieder tiefgrün. Und dahinter die Rocky Mountains. Beautiful. Keine Angst vor Bären und Wölfen im wilden Kanada, aber vor einer harmlosen Ameise im kultivierten Bayern. Elena liebt die Natur. Wir haben uns auf einen Trekking-Tour kennengelernt. Genau, die Tom geführt hat. Er hat die Fährten gelesen und uns alles erklärt. Und einmal hat er mich sogar vor einem Bären beschützt. Oh. Und dann hat sie gemerkt, ich bin kein Held, nur Ingenieur. Ja, genau. Also, du hast Angst vor Ameisen, aber nicht vor Bären und Wölfen. Du liebst Großstädte, gehst aber in Kanada auf Trekkingtour. Ja, Herr Psychologe, ich liebe die Abwechslung. Du weißt nicht, was du willst? Doch, sie weiß genau, was sie will. Und zwar glücklich sein, da wo Tom auch glücklich ist. Ja, und dann nimmst du eines Tages deine rosarote Brille ab und stehst mittendrin im Kuhfladen und im falschen Leben. Ich hasse rosarote Brillen. Aber du bist verliebt? Nein, das bin ich nicht.
Ich liebe, das ist was völlig anderes. Ja, und was ist so anders an Liebe als am Verliebtsein? Das Gefühl. Die Stärke des Gefühls. Ich muss jetzt wirklich nach Hause. Tut mir leid, mein Vater wartet aufs Essen. Ist man verliebt, ist einem das eigene Glück wichtiger. Ist es lieber, dann will man, dass der andere glücklich ist. Ja? Ja? Auch wenn man selber dabei unglücklich ist. Also so selbstlos bin ich nicht. Es wird wohl heute nichts. Es tut mir jetzt wirklich leid. So ist das, wenn das Glück des anderen wichtiger ist als das eigene. Man ist erwachsen und muss trotzdem noch vor Sonnenuntergang zu Hause sein. Lass es gut schmecken. Dankeschön. Grüß dich, Quirin. Ah, servus, Kitty. Rufus. Warum hast du nicht gleich gesagt, dass du die Leberknödelsuppe lieber kalt isst? Hm? Oder schmeckt es dir nicht? Doch, doch. Was ist denn los? Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme. Heute weiß doch keiner mehr, was das ist. Weil jeder macht nur noch, was er will. Am Anton fällt das Loslassen auch nicht leicht. Aber er versucht es wenigstens. Wegen der Monika musst du keine Sorgen machen. Er liebt und braucht dich. Jeder braucht jemanden, ne? Es kann nicht immer die Tochter sein. Mit? Seine Freundin. Ich weiß nicht, ich müsste eigentlich. Ja, und wenn du mitfährst, ich muss die Kutsche zurückbringen. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, gut. Irgendwann musst du dich entscheiden zwischen deinem Vater und deinem Glück. Morgen beim Johannesfeuer? Weil Markus vielleicht nicht kann, wegen seinem Fuß, oder? Nein, aber ich war noch nie beim Johannesfeuer. Alena sagt, es ist wundervoll. Man tanzt, isst, trinkt,
lacht. Warum, Katharina? Warum genießt du dein Leben nicht? Papa, entschuldige, Papa, Markus hat den Unfall. So. Wie sagt man, bis ihr heiratet, ist alles wieder gut. Hallo, Herr Lechner. Wir sehen uns beim Johannes Way, ja? Ich mach dir schnell ein paar Schinkennudeln. Ich hab schon gegessen. Katharina, warum weiß ich nicht, was in meinem Haus vorgeht? In deinem Haus geht überhaupt nichts vor. Weil du überhaupt nicht zulassen würdest, dass was vorgeht. Schon gar nicht, dass ich heirate. Markus oder irgendeinen anderen. Ihr heiratet also nicht? Papa, ich weiß, dir wär's am liebsten, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Aber das Leben ist nun mal nicht so. Morgen möchte ich... Morgen ist der Todestag deiner Mutter. Und wenn ich an diesem Tag mal nicht trauern will, sondern feiern und lachen? Ja, dann feier du ruhig. Ich kann an diesem Tag nicht lachen. Morgen. Kaffee ist gleich fertig. Danke, ich mag nichts. Papa, ich gehe heute Abend zum Johannesfeuer. Ja, geh nur. Katharina ist nicht gekommen. Weißt, weil wir zwei, Elisabeth, wir sind ihr nicht mehr wichtig genug. Ich komme gerade von der Morgenandacht. Ich gehe nicht mehr in die Kirche. Aber vielleicht mit mir zum Johannisfeuer. Ich habe keinen Grund zum Feiern. Der Johannistag ist der Tag, an dem es an der Zeit ist, dass man sein Leben ändert. Das sag nicht ich, das sagt Johannes, der Täufer. Mein Leben ist das Einzige, auf was ich mich noch verlassen kann. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir zusammen zum Johannesfeuer gehen, Quirin. Wann kommen deine Eltern? Zum Polterabend? Erst zur Hochzeit, aber vielleicht nur meine Mutter. Aha. Ja, sie sind da, wie sagt man da? Geschieden. Und sie glauben nicht mehr so recht an die Ehe. Du weißt schon, dass die meisten Ehen von Scheidungskindern auch wieder geschieden werden? Ja gut, jetzt muss ja nichts heißen. Eben. Deine Eltern haben diamantene Hochzeit gefeiert und trotzdem hat dein Vater gern den Dirndl nachgeschaut. Ja. Aber du bist natürlich der perfekte Ehemann. Meine Eltern haben sich erst vor 2 Jahren getrennt. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich glaube, du musst jetzt in die Brauerei. Ja, dem Markus helfen. Man, mit dem Gipsbein kommt er nicht so gut zurecht. Ja, aber wir müssen doch noch den Polterabend vorbereiten. Das machen wir schon. Na gut.
Hallo. Wie geht's dir? Warum hast du dich denn nicht krank schreiben lassen? Und dir ist Bierbrauen überlassen. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Mhm, stimmt. Du kommst wirklich super ohne mich zurecht. Gut, dann. Du willst mir also wirklich helfen? Mein Vater will, dass ich dir helfe, ja. Aber ich sage, wo es lang geht. Wenn du das unbedingt brauchst, um dich als Mann zu fühlen. Und wenn du dich unbedingt als Mann fühlen willst, die müssen ins Silo. Das war ein Scherz. Das ist doch viel zu schwer für dich. Sag mal, kannst du überhaupt Walzer tanzen? Ich meine, für einen Hochzeitswalzer? Ja, kein Problem. Aha. Und jetzt links kommen. Solange sein Balztanz nicht über seine Fantasie hinausgeht. Komm. Jetzt lass uns die Menükarte besprechen. Also, was wollen wir machen? Bayerisch oder mal was anderes? Fisch. Fisch? Na, Fisch mag die Katharina nicht. Die hat schon als Kind bei dem Wort Fischstäbchen losgebrüllt. Katharina? Ja. Katharinas Mama, die Elisabeth. Das war meine beste Freundin. Aber sie ist leider sehr früh gestorben. Und nach ihrem Tod, da habe ich die Katharina mit großgezogen. Alena hat mir erzählt, sie ist bei Katharinas Geburt gestorben. Weißt was, Tom? Das Menü, das besprechen wir anders mal. Hm? Ich muss jetzt noch zum Friedhof. Heute ist Elisabeths Todestag. Katharina hat heute Geburtstag. Ja, aber sie feiert ihn nicht. Und sie will auch nicht haben, dass man ihr gratuliert. Daran ist sie genauso stur wie ihr Vater. Lindenholz. Weich. Gut zum Schnitzen. Wenn man sakral schnitzt, ja. Fürs Weltliche ist der Ahorn besser. Wegen der feinen, wie heißt das? Maserung. Und auch weil er härter ist. Du verstehst ja richtig was davon. Holz ist Leben. Als Kind hatte ich einen Lieblingsbaum. Weeping Willow. Trauerweide. Sie war innen hohl und ich habe mich oft in ihr versteckt. Die hängenden Zweige waren wie ein Vorhang, der sich ständig verändert hat. Im Regen, wenn die Sonne schien, in Indian Summer, wenn alles leuchtet, die Welt draußen hat immer anders ausgesehen. Und dein Haus ist wirklich direkt an einem See? Ja. Und du siehst von deinem Fenster aus die Rockies? Ja, und jetzt suchst du ein Geschenk aus Holz für Elena, ja? Das ist ein Talisman.
Den habe ich von einem indianischen Freund. Er hat zu mir gesagt, es gibt keine schlechten Tage. Jeder Tag ist gut. Weil du am Leben bist, ist jeder Tag gut. Ich bin froh, dass du geboren bist. Ich weiß, du magst nicht, wenn man dir gratuliert, aber Happy Birthday, Katharina. Ich krieg das Gesicht nicht hin. Ich krieg das Gesicht der Mutter Gottes einfach nicht hin. Los. Zeit. Die müssten bald vorbei sein. Das dauert noch. Mit meinen eigenen Händen, Augen und Ohren gebraut. Und? Mhm. Du verstehst wirklich was von deinem Job. Nur wird sich die Brauerei deine Hände, Augen und Ohren bald nicht mehr leisten können. Du wirst mich rausschmeißen. Nein, ich möchte, dass mein Vater endlich modernisiert. Dann können wir kostengünstig anbieten und haben eine echte Chance auf dem Weltmarkt. Mich durch den Computer ersetzen. Und dafür eine so schlechte Qualität, dass ich mein Brauerherz dafür schämen muss. Bin ich froh, wenn du wieder in Kanada bist. Ja, dann musst du dir nicht mehr anhören, wie altmodisch und verbohrt du bist. Das Bierschaum da. Das wird man nicht persönlich, ja? Du hast ja keine Ahnung, wie aufregend das ist, wenn ich wirklich persönlich werde. Ja, lass mich nie wieder los. Zweimal Gulaschtisch, vier bitte. Ach, und die haben eins, die wollen zahlen. Ach, Anton, du bist ja noch gar nicht umgezogen. Ich gehe auch nicht zum Johannesfeuer. Und wer bitte schön dirigiert dann die Blaskapelle? Ich habe dem Georg Bescheid gesagt. Du gibst den Taktstock aus der Hand. Bist du krank? Anstatt den Markus in der Brauerei zu helfen, da turtelt die Elena mit diesen Kanadier herum. Mei, die sind verliebt. Die wollen heiraten. So. Und wir? Ich meine, und die Brauerei, die geht den Bach hinunter.
Jetzt red keinen Schmarrn. Geh die umziehen, bitte. Ich helfe beim Feuer mit. Mit Krücken und Gips? Das Farnkraut soll demjenigen Glück bringen, der es am Johannistag schenkt. Dein Vater wieder? Aus wie in Kanada. Ja, das muss so schön da sein. Schön und einsam. Es wird alles so fremd sein. Die Sprache, die Menschen, einfach alles. Elena, du warst ein halbes Jahr da und du warst begeistert. Was ist denn los? Vielleicht, weil ich wusste, dass ich wieder zurückkomme. Alles so durcheinander. Da sind plötzlich Gefühle, die du nicht einordnen kannst. Was ist, wenn das Gefühl richtig ist? Und meine Liebe zu Tom falsch? Liebe ist nie falsch. Du liebst Tom doch. Katharina, ich... Weißt du was? Du hast einfach Panik vor der Hochzeit. Das ist ganz normal, das hat jeder. Tom ist einfach wunderbar. Den muss man einfach lieben. Wie soll ich denn das verstehen? Ich will, dass du glücklich bist. Ich will auch, dass du glücklich bist. Es ist wirklich ein wunderschöner Abend. Ich finde, die Luft ist so schön klar heute. Mir wird zu heiß hier. Ja, so nah am Feuer. Ich glaube, ich bring mal die Teller weg. Ich helfe dir. Nein, nicht nötig. Die Zeichnung von der Mutter Gottes ist sehr schön geworden. Das freut mich. Ich fange morgen mit dem Schnitzen an. Bitte sagt Tom und Katharina nichts von dem Kuss. Ich meine, er hatte ja nichts zu bedeuten. Nichts bedeutet. Jawohl, einen Riesenapplaus für unsere Kapelle.
So, und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle schon gewartet haben, und zwar der Sprung über das Feuer. Also, der soll ja nicht nur die Hexen und bösen Geister vertreiben, gell? Der entscheidet auch ein bisschen über euer Schicksal. Denn wer zusammen über das Feuer springt, der soll in diesem Jahr noch verheiratet werden. Okay? Dann würde ich sagen, schaut ganz genau hin, wer mit wem da drüber springt. Weil am Schluss kommen also die bösen Geister vielleicht wieder zurück und bleiben, wenn man Pech hat, das ganze Leben lang. Also, bitte paarweise drüber aufstellen und dann, ja, dann geht's einfach los. Ja, nimm ruhig, Tom. Markus kann ja eh nicht. Ich muss nach Hause. Wo warst du? Das ist eh nur Aberglaube. Egal. Bist du heim? Und du? Ach, mach dir wegen mir keine Sorgen. Schau mal, wie schön die sind. So unerreichbar. Ja, so unerreichbar. Komm gut heim. Ich hätte doch auch gern gehabt, dass die Ellie noch mal die Brauerei übernimmt und unsere Enkel hier aufwachsen. Aber wichtig ist doch nur, dass unser Kind glücklich ist, oder? Kreuz unglücklich wird's werden. Dabei hätte Markus so gut zu ihr gepasst, ich meine. Rein theoretisch. Das Hochzeitsbier und dass sie Markus in der Brauerei helfen soll, du willst die Elena mit Markus verkuppeln? Ich tu's doch auch für dich. Für mich? Na, Tom. Für mich tust du schon lange nichts mehr. Alles, was du tust, das tust für dich, weil du immer alles kontrollieren musst. Weil du denkst, wer die Kontrolle verliert, der ist alt und nutzlos. Alt und nutzlos, ich? Lächerlich. Warum spielst du dann ständig den Großwildjäger zwischen Unter- und Oberammergau, um dir zu beweisen, dass du jeder haben kannst? Das ist auch nur theoretisch. Ja. Und deshalb sage ich dir jetzt mal was ganz praktisch, Anton. Ich habe dir bisher immer deinen Spaß gelassen, weil das steckt in euch Männern ganz tief drin, die Angst vorm Altwerden. Ja. Aber wenn du Elenas Glück zerstörst, dann packe ich meine Sachen und gehe. Thank you.
jetzt glücklich. Du und der Markus. Wichtig ist doch nur, dass uns nichts auseinanderbricht. Na, bist du endlich zur Vernunft gekommen, Anton? Ich muss mit dir reden. Willst du nun eine Absolution oder nicht? Leopold, ich möchte nur, dass du mich verstehst. Ich muss dich nicht verstehen, sondern nur unser Herrgott. Ich meine, die Gitti hatte recht, dass ich immer alles kontrollieren möchte, aber das ist also drin, das hat mir mein Vater so gelernt. Und Angst vom Älterwerden, also man, das ist doch lächerlich, ja. Ja, warum dann? Schau. Der Quirin und ich, wir haben uns so gefreut, Vater zu werden. Ja, das erste Kind. Und dann stirbt Elisabeth bei der Geburt. Ich weiß das noch wie heute. Im einen Arm hielt ich die Elena, in dem anderen die Gitti. Und dreimal steht der Quirin vor uns. Sein Blick, den werde ich nie vergessen. Wir waren glücklich und bei ihm, da war nichts. Keine Freude, keine Trauer. Einfach nichts. Und seitdem habe ich einfach Angst, dass das bei mir mal genauso enden könnte. Das war keine Prophezeiung. Komm, das war nur der Holzsprung. Ja, es gab da mal einen Mann, der hat aus Angst vor seinem Schicksal ständig Umwege gemacht. Und auf einem dieser Umwege ist er dann seinem Schicksal begegnet. Und du meinst, er hätte auf dem geraden Weg bleiben sollen? Ich meine, deine Angst um Gitti und Elena wird irgendwann tatsächlich der einzige Grund sein, dass du sie wirklich verlierst. Ja, so, jetzt betest du fünf Vater unser, dass du endlich kapierst, dass Gottes Wille geschehe und nicht der deine. Lass Elena gehen und wenn sie dich braucht, dann sei für sie da. Wo bist du, Elena? Wo bist du mit deinen Gedanken? Ach, ich habe gerade drüber nachgedacht, dass die alte Kastanie weg muss. Du willst sie fällen? Ja, in mein Zimmer kommt überhaupt kein Licht mehr rein. Aber schau, wie schön sie ist. Hast du nie ihre Kastanien gesammelt, nie geträumt in ihrem Schatten? Mich deprimiert ihr Schatten. Ich will die Sonne sehen, wenn ich morgens aufwache. Aber du siehst die Sonne, wenn du in unserem Haus in Kanada aufwachst. Kann es sein, dass du nicht mehr ganz sicher bist? Alles ging so schnell und du gibst hier alles auf. Es wird ein ganz anderes Leben dort. Und willst du dieses andere Leben? Willst du es wirklich? Weißt du, ich war schon sehr oft verliebt. Aber so viele Schmetterlinge wie bei dir waren es noch nie. Ein indianisches Sprichwort sagt, erst wenn die Schmetterlinge weitergeflogen sind, kommt die Liebe. Und manchmal, ja, kommt sie auch nicht. Das sagst du so. Bist du jetzt nicht mehr sicher? Entschuldigung, aber du kennst ja deinen Vater. Wenn er was will, dann platzt er herein, egal ob jemand herein sagt, ja. Ja, ich wollte euch doch nur meinen Segen geben. Und das von ganzem Herzen.
Come to me, Schwiegersohn. Jan, es ist alles bestens vorbereitet. Das wird ein wunderschöner Polterabend. Und die schönste Hochzeit, die das Ammergarland je gesehen hat. Die Katharina, die brauche ich. Du musst nämlich nachher unbedingt die Rede halten. Oh, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht dein Ding. Nee, ich bin nicht gut in solchen Dingen. Ach, Geschmarrn, du bist die Trauzeugin von der Elena und ihre beste Freundin. Wer sollte es besser machen als du? Du überlegst einfach ein paar schöne Worte über die Liebe. Ja, ich hab genau. Nur... Komm, das machen wir schon. Was ist Liebe? Die große Frage. Und was ist der Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein? Am Anfang ist natürlich immer erstmal alles bunt und Schmetterlinge, die berühmten und alles ist rosa. Aber die Liebe ist ja nun mal nicht nur bunt. Zum Glück. Die Liebe ist ja viel, viel mehr als das. Die Liebe, die gibt, ohne etwas dafür zu verlangen. Sie drängt sich nicht auf, sondern sie ist plötzlich ganz einfach nur da. Und Liebe braucht Mut. Viel, viel Mut, um sich auf einen anderen einzulassen. Ohne Wenn und Aber. Ja, ich weiß nicht, also Tom hat das viel schöner ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn man verliebt ist, will man vor allem selbst glücklich sein. Und wenn man liebt, dann will man, dass der andere glücklich ist. Ja, also ich finde, schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch beiden, dass ihr euch gegenseitig glücklich macht. Für immer und ewig. Werdet glücklich, bitte. Noch ganz schnell erzählen. Elena und ich haben als Kinder immer unten unter der Kastanie gesessen. Und als wir 12 Jahre alt waren, da hat Elena schon vorausgesagt, wann sie ihren Traumprinzen treffen wird. Ich hab gedacht, der Baum bedeutet dir nichts. Hier, das ist der Beweis. Das ist ein historisches Originaldokument. Was Katharina allerdings verschweigt, ist, dass sie im selben Jahr auch ihren Traummann treffen wird. Und ich glaube, sie hat ihn bereits getroffen. Danke für die wunderschöne Rede. Euch beiden. Tom, das hier ist dein Polterabend, ja? Du heiratest meine beste Freundin. Du kannst nicht... Ich liebe dich. Katharina. Elena ist mir wichtig. Du hast selbst gesagt, Liebe ist einfach da. Ja. Aber auch, dass man dafür mutig sein muss. Ich will Elena nicht verlieren. Du fühlst es auch. Gesehen? Ja.
Die wollen da drin, dass wir die Scherben aufkehren. Lena. Du würdest nie was tun, was mich verletzt? Weißt du, was du bist? Du bist so verlogen! Lena. Du und Katharina mit eurem Gerede über Glück und Liebe. Ich hoffe nur, ihr macht euch total unglücklich. Das kann doch alles nicht wahr sein. Kann ich es noch mal hören? Nein, am besten kein Wort mehr. Heißt es, du heiratest Elena nicht wegen Katharina? Das Ganze ist eine einzige Sauerei. Ich enttäusche euch. Ich tue Elena weh. Was soll ich tun? Lügen? Euch einen etwas vormachen? Ich liebe Katharina. Und gestern war er noch in Elena verliebt. Verliebt. Das ist der Unterschied. Ich brauche keinen Unterschied. Raus, aber raus. Anton! Gib's doch ab. Geh mal. Habt ihr die Katharina gesehen? Ich such sie überall. Hier. In diesen Stühlen waren die beiden immer nebeneinander gesessen. Jetzt lassen Sie in Ruhe drüber reden, bitte, Anton. Ja, und zwar die Katharina und nicht die Elena, die Gitti immer mit Spinat vollgespuckt hat. Naja, man fängt ihm früh an und macht das später so weiter. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es auch nicht! Nach Elisabeths Tod haben wir doch alles getan, dass die Katharina auch ohne ihre Mutter ein glückliches Leben hat. Du bist ja ausgestiegen aus dem Leben, oder? Ja, aber das haben wir gern getan. Und darum geht's jetzt überhaupt nicht. Um was geht's dann? Es geht darum, dass die Katharina gerade der Elena ihren Mann wegnimmt. Ach, Schmarrn. Die Katharina ist mit Markus zusammen. Ist sie nicht? Ich bring das wieder in Ordnung. Elena, mach bitte auf. Elena, Schatz, mach doch auf. Liebling, sei vernünftig. Alles wird gut. Lass mir ein bisschen Zeit. Ja, aber hoffentlich tut sie nichts an. Ach, mit Elena. Alles wird gut, wirst sehen. Der Papa wird schon richten. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich reinkommen?
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Katharina und ich waren ja gerade erst am Anfang, aber du und Tom, ihr wolltet heiraten. Ja, wenn man liebt, dann tut's immer weh. Stimmt. Ich hab die ganze Nacht daran denken müssen, wie traurig du gestern Abend ausgesehen hast. Sie hätten das einfach nicht tun dürfen. Setz dich doch. Kann ich irgendwas für dich tun? Eigentlich wollte ich ja dich trösten und jetzt tröstest du mich. Vielleicht, weil mir deine frechen Sprüche besser gefallen als deine traurigen Augen. Habe ich was Falsches gesagt? Ach, das kannst du gar nicht. Ja, Moment, das letzte Mal hast du mich sogar geküsst, als ich den Mund halten sollte. Aber das hatte ja nichts zu bedeuten. Mir hat's was bedeutet. Und jetzt tu was, Elena. Brauhexen lassen sich nicht abservieren. Die wissen, wie man einen Mann verzaubert. Kämpf, Elena. Hol dir Tom zurück. Dir hat der Kuss was bedeutet? Und ich soll trotzdem um Tom kämpfen? Du willst ihn doch. Vielleicht will ich gar nicht ihn. Dass du dich nicht schämst. Nimmst der Elena den Mann weg und verbringst auch noch gleich die Nacht mit ihm. Ich war nicht bei Tom. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich war in der Kirche. Die Kirche, die hat noch nie jemandem geholfen. Du musst das Richtige tun, weil du ein Gewissen hast und einen Anstand. Und ein Herz habe ich auch. Manchmal ist das Glück der anderen wichtiger als das eigene. Das hast du selber gesagt. Du bist das nicht nur der Elena schuldig, sondern auch der Gitti und dem Anton. Ich weiß bis heute nicht, wie ich den Tod deiner Mutter damals ohne die beiden durchgestanden hätte. Sie waren immer für uns da. Ich weiß. Gitti hat sogar jedes Jahr für mich die Geburtstagstorte gebacken. Genau wie für Elena. Der Unterschied ist nur, dass sich an Elenas Geburtstag immer alle gefreut haben. Besonders Anton und Gitti. Ich hab auch mit dir gefeiert. Aber irgendwann wolltest du nimmer. Oh, Papa, weil ich deine Traurigkeit nicht mehr ausgehalten hab. Ich hab mir so gewünscht, dass du dich mal mit mir freust, dass du dich freust, dass ich auf der Welt bin. Katharina, Ich dachte, wenn ich alles richtig mache, dann musst du doch auch merken, dass es schön ist, eine Tochter zu haben. Dann nimm jetzt der Elena nicht den Mann weg. Ach, ich will dir nichts mehr beweisen müssen, Papa. Ich will glücklich sein. Dann sei glücklich. Aber ohne mich. Dann hadere du mit dem Schicksal und mit den Heiligen und mit mir. Das ist deine Entscheidung. Thank you.
Konntest du schon mit Elena reden? Ich habe in einer Pension übernachtet. Ich wollte jetzt mit ihr reden. Mhm. Gut, dann mache ich das später. Was ist mit uns, Katrin? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Um 12 in die Kirche? Tom, ich weiß nicht, ob ich komme. Ja. Elena ist nicht da. Hey, komm rein, die weiß, was denn gerade heißt. Komm. Ja. Danke. Bescheuert, ich mir gestern Abend vorkam. Ich wollte das nicht. Ja, deswegen hast du auch meinen Verlobten auf meinem Polterabend geküsst. Und weißt du, was am meisten wehtut? Dass es mir so vorkommt, als wären dir meine Gefühle völlig egal. Das stimmt nicht, Elena. Warum hast du denn nicht mit mir geredet? Mir gesagt, was du für Tom empfindest? Weil ich es nicht glauben wollte. Und als ich es dann doch geglaubt habe, habe ich es versucht zu verdrängen. Ja, und wenn dann gar nichts mehr geht, dann hoffst du einfach nur, dass es irgendwann vorbei ist. Ja. Kennst du das, ja? Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe mich in Markus verliebt. Ich liebe ihn. Markus? Der liebt mich. Oh. Ich wollte dich einfach auch nicht verletzen. Sag mal, was sind wir denn bitte für Freundinnen? Also, tun uns weh, weil wir uns nicht verletzen wollen. Und mit Markus bist du dir sicher, es ist Markus und nicht Tom. Mit Tom war es wunderschön, aufregend, romantisch. Und eine gute Gelegenheit, von meinem Vater wegzukommen, mit seinen ganzen Bevormundereien. Aber mit Markus ist es ganz anders. So besonders. Und als ich Tom gesehen habe, wusste ich, dass ich angekommen bin. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich war einfach nur die Liebesbotin für den heiligen Valentin. Ja, damit Tom nach Oberammergau kommt und dich trifft. Du gehst ja nirgendwo hin. Ja. Und jetzt wahrscheinlich so weit weg. Ach, du hast es doch gesehen. Ich kann meinen Vater nicht alleine lassen. Vertrauen wir uns wieder, Elena? Versprichst du mir was? Geh mit Tom nach Kanada und werd glücklich mit ihm. Das kommt schon wieder in Ordnung da drin. Ein bisschen Farbe und dann
bisschen Farbe und dann ist die Zukunft schon gar nicht mehr so schwarz, sondern wieder schön weiß. Katharina wird nicht nach Kanada gehen. Sie wird hier bei dir bleiben, in eurer heiligen Welt. Und weiter unglücklich sein. Und weißt du was? Sie wird sich nichts anmerken lassen. Weil das Einzige, was sie will, ist, dass es dir gut geht. Meinst du nicht, dass das eigentlich umgekehrt sein sollte? Mein Vater hat das begriffen. Tschüss. Katharina, ich möchte was zeigen. Also, was sagst du? Du schnitzt eine Heilige? Wunderschön, Papa. Weißt du, als deine Mutter bei deiner Geburt gestorben ist, das war ein Schmerz. Ich hab wirklich geglaubt, ich überlebe das nicht. Und deshalb wolltest du mich nicht sehen, ja? Ich konnte es nicht. Ich hab das einfach nicht geschafft. Und dann? Dann hat dich die Gitti einfach in meinen Arm gelegt. Und irgendwann habe ich dich genau angeschaut und ich habe so eine Freude gespürt. Ich war so stolz. Ein stolzer Vater. Und dann habe ich gedacht, du erlebst da gerade was, was die Elisabeth nicht mehr erleben kann. Und ich habe mich geschämt für mein Glück. Und mich bei ihr dafür entschuldigt. Jedes Jahr wieder. Und irgendwann ist es zur Gewohnheit geworden. Dieses Trauern. Meinen nächsten Geburtstag will ich ganz groß feiern. Und ich will, dass du dabei bist. Und wenn sie in Kanada ist? Der Pfarrer hat schon recht. Eine Eigenschaft von Menschen, die an was glauben, ist, dass sie immer noch was dazulernen können. Auch wie man einen Herd anmacht, ohne gleich das ganze Haus abzufackeln. Wenn es Liebe ist, dann ist es auch Gottes Wille. Zusammen sein. Ich würde dich sowieso für den Rest meines Lebens vermissen, also kann ich doch auch mit dir weggehen, oder? Oder mit mir hierbleiben.